got them hypnotized. We got them hypnotized. We got them hypnotized. We got them hypnotized. We got them hypnotized. Hallo, mein Name ist Kai Hase und ich fahre Freestyle Motocross. Mein Name ist Kai Hase, ich fahre Freestyle Motocross, komme aus Berlin und bin 27 Jahre alt. Ich fahre schon mein ganzes Leben lang Motocross-Motorräder. Ich habe mit 2,5 Jahren angefangen, weil mein Vater früher schon gefahren ist. Und bin mit dem Alter von 16 Jahren dann zum Freestyle Motocross gekommen. Bin seit 2013 Vollprofi in der Sportart und reise jedes Wochenende in eine neue Stadt, um Zuschauer zu begeistern und mache verrückte Stunts in der Luft. Hallo Leute, mein Name ist Georgi Fechter, komme aus Wien und bin der Gründer von Masters of Dirt, der weltbesten Freestyle-Show. Masters of Dirt ist eine Entertainment-Show mit Freestyle-Motocross-Bikes, Mountainbikes, BMX-Bikes, Quad-Bikes, Snowmobiles, Pyrotechnik, DJ Mosaken, den Fuel Girls, Laser und noch viel mehr Dingen, die einfach richtig geil sind und die schon seit Jahren Hunderttausende Besucher auf der ganzen Welt beeindrucken. Die von Masters of Dirt kam letztes Jahr zu mir und hat da eben die Idee, vom Lift runter zu springen. Kais neue Tricks sind so entstanden, dass vor 2 Jahren ich die Idee hatte, dass der Kai in der Show von einem Scherensteiger springt, quasi einen Flat Drop runterspringt in die Freestyle Motocross Landung. Es hat sich herausgestellt, dass wir dann auf 10 Meter Höhe gefahren sind und ich in die 4 Meter hohe Landung gedroppt bin. Das hat super geklappt und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir wollen den Kai fördern, der Kai ist schon so lange bei uns mit dabei, das kam dabei raus. Direkt nach den ersten Sprüngen kamen die ersten Mountainbiker an und meinten, ja, mach doch mal einen Backflip oder irgendwas anderes runter. Und ein paar Wochen nach der Veranstaltung letztes Jahr hatte ich eigentlich im Kopf, dass ich einen Frontflip machen will. Für mich war es im Kopf schon fertig. Ich wusste, dass der Trick geht oder funktioniert und allen Leuten, denen ich es probiert habe zu erklären, die meinen, ich bin lebensmüde und das wird niemals hinhauen. Während ich das Georgi erklärt habe, hat er zu mir gesagt, dass sowas nicht gehen wird, aber ich habe ihm Videos gezeigt und geschickt und er war komplett überwältigt und meinte zu mir, das wird wahrscheinlich überkrass sein. Hab jeden Monat so 2 Wochen reingesteckt, Arbeit reingesteckt, um das zu perfektionieren. In einer Live-Show sowas zu zeigen, vor allem der Frontflip-Trick, ist schon nochmal eine extra Herausforderung. Weil im Training, da hat man keinen Druck, da hat man keine Zuschauer. Wenn dann mal ein Sprung daneben läuft, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn, weiß nicht, 10.000 Leute auf dich warten und auf diesen Trick warten und alle auf dich starren, dann hast du halt eben ein bisschen mehr entweder extra Druck oder du siehst es halt als Motivation, dass du den Trick jetzt genau perfektionieren musst für die Live-Show. Ich probiere quasi über die normale Freestyle-Motocross-Distanz, die 23 Meter hat, auf einen Steiger, der in der Mitte steht, zu springen, der auf 8 Meter Höhe steht, und probiere auf dem Vorderrad auf den Steiger zu landen und dann eine Vorwärtsrolle zu machen, dadurch, dass ich voll in die Vorderradbremse gehe. Ich habe zu Hause fleißig trainiert. Danach habe ich an die Mountainbiker gedacht und habe nochmal 3 oder 4 Backflip-Sprünge in meinen Airbag zu Hause trainiert und den bin ich jetzt auch schon relativ sicher ausgefahren. So, die größten Herausforderungen bei dem Frontflip-Bonk-Trick, wie Social Media der genannt wurde, ist auf jeden Fall alles. Der Steiger muss definitiv in der richtigen Richtung stehen. Wenn er ein bisschen verdreht steht, das merke ich sofort. Ich muss selber 100% in die richtige Richtung springen. Wenn irgendwie meine Knie ein bisschen weich sind und verwackeln in der Rampe, dann springe ich zur Seite. Und das ist beim, ich weiß nicht wie breit er ist, aber vielleicht 1,40 oder so ist der breit. Das ist überhaupt nicht gut, wenn man da abweicht. Ich muss die perfekte Distanz treffen. Also ich habe vielleicht ein Fenster, wo ich immer auf dem Vorderrad landen kann von 20 oder vielleicht 30 Zentimeter. Damit es perfekt passt, dass ich genügend Bremsweg habe, um den Frontflip einzuleiten. Die Ansicht ist extrem. Du stehst vor einer Rampe, die 2 Meter hoch ist oder 2,60 Meter hoch ist und du hast einen Steiger, der steht ein paar Meter weiter hin, der steht auf 8 Meter und du hast einfach das Gefühl, dass du da niemals hochkommen wirst. Aber ich habe es jetzt schon häufig gemacht und ich stand heute im Training wieder davor und habe gesagt, wie geht es?
mach das mal lieber einen Meter runter und ich spring erstmal so ein paar Mal komplett rüber, also in die normale Landung. Da sind einige Herausforderungen mit bei, die alle passen. Die richtige Höhe muss stimmen vom Steiger, der richtige Abstand muss stimmen, weil ich kann es nicht wirklich kontrollieren, wie weit ich springe, wenn ich auf dem Steiger war und bremse. Da springe ich circa 5 Meter, aber so genau kann ich das nicht beeinflussen. Das ist nicht einfach mal so zack und das macht man wie ein normaler Sprung, sondern da gehören einige Faktoren dazu, die auf jeden Fall stimmen müssen. Als dann die Veranstaltung war in Klagenfurt Anfang März, war ich schon sicher. Ich bin den Tag davor hingefahren und ich war auf jeden Fall so motiviert und selbst überzeugt, dass ich den Trick landen werde. Was ich dann auch im Training schon gemacht habe und auch in der Abendveranstaltung gemacht habe. Also da lief alles nach Plan und ich hatte genau so ein Gefühl, wie ich ihn ausgefahren habe, den Trick. Und die Reaktionen danach waren überwältigend, würde ich behaupten. Also ich glaube, ich habe meine Followerzahl bei Instagram verdoppelt. Das haben Legenden für mich in dem Sport, haben meinen Trick gerepostet, wovon ich komplett überrascht war. Ich glaube, das Ding für mich war einfach, dass ich meinen Kopf so sehr in dieses Projekt reingesteckt habe, dass ich gar nicht mehr mitbekommen habe, wie krass der Trick eigentlich ist mit so einem Steiger. Da kamen Wörter wie, dass es der Next Level ist und die Weiterentwicklung im Freestyle-Motocross-Sport und so weiter. Wie gesagt, für mich war das halt einfach, ich habe dafür trainiert, ich dachte, es wäre okay, wenn man sowas zeigt, aber letztendlich ist es einmal viral um die ganze Welt gegangen und ich glaube, jeder Motocross-Sportler oder Freestyle-Motocross-Sportler hat mein Video gesehen innerhalb oder nach der Woche, nachdem ich den Trick gestanden habe. Also von dem, was danach passiert ist, war ich komplett überwältigend. Kann man das, was der Kai macht, noch toppen? Gute Frage. Aktueller Stand der Dinge, nein. Als fixer Bestandteil der Masters of Dirt Family begeistert ihr das Publikum weltweit. Dieses Jahr hat er etwas ganz Besonderes vor. Kai Hase! In der Show habe ich den ersten Backflip-Drop von 10 Meter Höhe gestanden in die Dirt-Landung. Dabei habe ich mir ein bisschen den Fuß verdreht, was eigentlich nicht schlimm war, aber dann, wo ich mich ausgeruht habe und den Fuß hochgelegt habe, hat er angefangen zu puckern und seitdem kann ich nicht mehr wirklich laufen. Aber ich wollte unbedingt diesen Frontflip-Trick stehen, habe ein bisschen die Zähne zusammengebissen, die Show zu fahren und dann kam es zu dem Moment, dass ich zu meinem Airbag wieder konnte und auf meinen Lift konnte. Hab da den Backflip in den Airbag gestanden, was okay war, weil ich habe mir jetzt schon auf Dirt gestanden und dann wollte ich unbedingt diesen Frontflip-Trick stellen. Hat ein paar Versuche gebraucht, bin einmal hingeflogen sogar, aber ich wollte ihn so sehr stehen. Der Lenker war sogar wirklich verdreht und krumm und das ganze Motorrad musste kurz mal gerichtet werden während der Show. Und dann habe ich mir selber gesagt, alles, was jetzt passiert, ist der eine Versuch, den ich noch habe, weil mit dem verdrehten Lenker und Krummlenker kann man nicht weiterfahren. Und genau bei dem einen Sprung hat es geklappt und ich habe Frontflip Bonk, wie sie ihn nennen, gestanden. Und jetzt bin ich gestoked auf jeden Fall. Ich freue mich ganz riesig, vor so viel Publikum den gestanden zu haben und mal gucken, was mit meinem Fuß jetzt ist. Oh. Was bist du eigentlich für ein Kämpfer?